Ich habe einen Vorschlag unterbreitet. Der war, dass Tom und ich uns nackt ausziehen und miteinander Dinge tun und hat er Nein gesagt. Also habe ich dann stattdessen gesagt, vielleicht macht Odyssey stattdessen. Ja, ist genauso emotional und wichtig. Ja, ja, traurig, genauso traurig. Lost Odyssey ist ein Spiel vom Final Fantasy Erfinder. Das kam 2008, glaube ich, raus. Hironobu Sakaguchi. Richtig, mit dem gleichen, und wie hieß nochmal der Soundtrack, Mensch? Nobu Uematsu. So, und die sind alle hierbei und das merkt man halt. Das ist meiner Meinung nach das beste JRPG der letzten Konsolengeneration. Persona kam da ja leider nicht raus drauf. Deswegen schau mal kurz, ich weiß noch gar nicht, womit ich dir widersprechen könnte. So vielleicht mit Nier. Ja, das würde ich nicht als... Ja, das ist ein japanisches Rollenspiel, aber das ist gerade nicht wirklich ein JRPG. Weißt du? Das ist ein interessanter Satz. JRPG beschreibt ja eher ein Genre als die Herkunft. Ich weiß aber, was du meinst. Demnach ist Costume Quest auch ein JRPG. Ja. Okay. Ich habe das auch schon mal gespielt. Du hast das ja durchgespielt. Ja. Ich habe das mal gespielt, aber nicht durch. Ich habe es nicht nur durchgespielt, ich habe alle Charaktere auf Level 99 gelevelt, habe alles extra, auf die krassesten Endbosse, weißt du, die sich in den Dungeons irgendwie verstecken. Ja, das ist so Final Fantasy typisch. Habe ich alles gemacht, das habe ich noch nie bei einem JRPG gemacht. Das hat das geschafft. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ein bisschen nostalgisch. Jetzt erstmal das grandiose Intro. Das ist mein Intro, Kinners. Und dann dieser Übergang. Gott sei Dank, das ist ein wirklich schöner, gelungener Übergang. Das war, ich wollte gerade, war das kein CGI? Oder war das am Anfang CGI und am Ende es nicht mehr? Es war CGI und war es dann jetzt nicht mehr. Ich habe den Übergang gar nicht gemerkt. Ja, es ist ein sehr, sehr klassisches JRPG vom Kampfsystem her. Aber schafft das spannend zu
spannend werden zu lassen. Also es ist halt wirklich eine Rundenstrategie ohne irgendwelchen Blödsinn drumherum, kein Jobsystem, also nicht, dass Jobsysteme grundsätzlich Blödsinn wären, aber es ist tatsächlich sehr, sehr klassisch. Aber hat halt dazu eine richtig geile Story und dieses Intro, also da war ich halt sofort voll dabei. Ja, ich habe das, wie gesagt, so vielleicht 10, 15 Stunden gespielt damals. Aber du kannst dich, das kannst dich jetzt an wenig erinnern anscheinend, ne? Vielleicht, also wenn ich die Leute wieder sehe, dann kommen da bestimmt ein paar Erinnerungen wieder hoch, aber ich habe diese Story halt nie beendet. Hm. Ich weiß, dass man sehr viel gelesen hat, wenn man das optional, mochte. Genau, es gibt so Kurzgeschichten hier. Die halt aus dem Leben von dieses Hauptcharakters erzählen, weil da gibt es halt noch einen kleinen Twist bei ihm. Und die sind unglaublich emotional. Das ist eine der größten Stärken dieses Spiels. Da, mega Depri. Ja, aber wunderschön präsentiert und beschrieben und bei Musik dabei. Da kann einem schon mal so ein Tränchen über das Wänkchen laufen. Ich finde ganz lustig, dass sie hier im Intro. Die einen haben diese Spinnendinger mit den Silos. Ja, die haben genau aufeinander abgehört. Genau, ne? Es ist so, als ob die genau wussten, okay, dagegen benutzen wir das. Ihr seht auch hier, ne, das ist halt so ein. Das hat halt wirklich angefühlt wie eine konsequente Weiterentwicklung von dem RPG. Also diese Kamera. Hallo, ich bin Tooltip Robin. Wahrscheinlich seht ihr jetzt hier oder hier, wie auch immer ich das mit dem Greenscreen bekomme, hier irgendwo seht ihr einen Text gerade, der besagt, ich soll doch mal den anderen Motor angreifen oder diesen anderen Flammenwerfer, ja? Seht ihr doch, steht da ganz klar schwarz auf weiß. Leider ist Robin hier im Background gerade so damit beschäftigt, irgendwelche uninteressanten Geschichten zu erzählen, dass er das für die nächsten 3 Minuten nicht merken wird. Und da das selbst für unsere Verhältnisse richtig arschlangweilig ist, dachte ich mir, dafür muss ich, Tooltip Robin, jetzt einspringen und euch irgendwie ein bisschen unterhalten. Deswegen, während er es völlig ignoriert und nicht versteht, was er machen muss, werde ich jetzt 2 Minuten 44, ich würde sagen tanzen, ich sage eher Bewegungen vollziehen. Viel Spaß. Einstellungen und sowas, was vorher war halt Final Fantasy X, das höchste der Gefühle, wo das halt immer sehr statisch noch war. Und jetzt hast du halt hier diese ganzen Effekte und so. Ja, es weiß ich zu inszenieren, ne? Obwohl es an und für sich wählst du ja trotzdem nur aus einem Menü Angriff aus. Ja klar, also das ist halt einfach noch das Intro, also das wird noch sehr viel. Nee, ich meine, also es ist halt ein Menü-Kampfsystem. Ich defende einfach. Du hast, glaube ich, noch so diese aktiven Sachen dann, die später noch mit reinkommen, oder? Genau, dass du irgendwie bei dem Ding im richtigen Moment drücken musst, um Bonus zu bekommen. Ach, jetzt hätte ich angekriegt. Jetzt muss ich defenden. Genau, das wird dann nach dem Intro hier eingeführt werden, dieses Quicktime-Event im normalen Kampf. Das hat er jetzt einfach mal überlebt. Ich liebe diesen Soundtrack des Spiels, ich habe den schon so oft angehört. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich das damals nicht weitergespielt habe, weil es hat mir schon gefallen. Ich glaube, du bist genau an diesem, es gibt nämlich den zweiten Boss, der, glaube ich, genauso nach diesem Zeitpunkt kommt, der einfach hammerschwer ist, wo du auch vorher grinden musst, um den besiegen zu können. Das passiert zu Hause gucken, wo ich da war. Das passiert danach nie wieder. Das ist nur bei diesem einen einzigen Boss. Und sobald du den dann überstanden hast, alles gut. Aber weißt du, irgendwann hast du halt, wenn du ein Spiel irgendwie 10, 15 Stunden gespielt hast und du machst dann eine Pause, irgendwann ist die Pause so lang, dass du nicht mehr einfach zurückgehen kannst, weil du keine Ahnung mehr hast, worum es ging. Man muss da eigentlich von vorne anfangen. Genau. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier verlieren muss. Wir werden sehen. In der nächsten Runde dann. Man sieht schon ein bisschen, dass es etwas älter ist, ne? Man sieht vor allem an der Framerate, also das ist halt ein recht frühes 360-Spiel noch. Und da wird man demnächst erkennen, dass es nicht so ganz optimiert war. Das war aber nicht das erste von denen, oder? Das ist ja Mist, Blue Dragon. Die haben Blue Dragon vorher gemacht. Das war noch viel schlechter. Das habe ich noch nie gespielt. Ich habe das gekauft und wieder verkauft. Das war echt, also erstmal hat es einfach geruckelt wie nichts anderes. Also es war wirklich richtig krass. Das ist hier schon teilweise krass, aber bei Dragon war es übel. Und dann hat es halt keine wirkliche gute Story gehabt, sondern es war halt so, ah, hier ist ein Böser und der hat ihn entführt und ihr müsst ihn retten. Und das ist halt sehr kinderfreundlich gemacht. Die Charakterdesigns haben mir nicht so gefallen. Vom Dragon Ball Macher kamen die ja. Aber das hat mir in dem Fall nicht so gefallen. Das war nicht so meins. Also ich denke mir schon ab und zu, dass ich das gerne nochmal ausprobieren würde. Aber hat sich irgendwie nie ergeben. Vor allem die Technik war es da, die es mit versaut hat. Ne, das ist dann schade. Ja. Aber ich glaube, von den Spielen kann man noch erstmal keine HD-Remastered-Sachen erwarten. Nee.
was komisch ist. Weil ich bin so ein Vollidiot. Was denn? Ich habe die letzten 5 Minuten immer die gleiche Seite angegriffen und nur einen Schaden gemacht. Ich hätte einfach die andere Seite noch angreifen müssen. Achso. Ja, siehst du da was? Oder? Weiß ich nicht, mach doch einfach mal. Ach, jetzt habe ich erstmal gelesen, was da steht. Da steht, der hat da stehen. Der hat immer nur eine Seite quasi. Verteidigt er gerade. Was ich meine? Ach so. Ich muss immer die richtige Seite angreifen. Okay. Das heißt, sorry, ich habe aber gerade so mit Erzählen beschäftigt, dass ich das komplett ignoriert habe. Seid ihr verziehen. Und ja, das war jetzt nicht so gut. Ich wollte gerade irgendwas sagen. Ach so, genau. Mistwalker, die machen jetzt gerade dieses Terra-Battle, oder? Genau, Smartphone-Spiel Terra-Battle. Was aber auch echt gut ist, war ich überrascht von. Das macht richtig Spaß. Weißt du, ob die noch irgendwas anderes machen gerade? Nee, machen wir nicht. Also ich weiß gar nicht, ob es Mistwalker noch so gibt. In der Form, Terra Battle wurde jetzt von, glaube ich, von 8 Leuten gemacht. Das letzte, was die gemacht haben, was wir vielleicht auch immer spielen können, weil ich es noch nie gespielt habe, war The Last Story. Das haben die mal ausgeliehen. Ne, hast du? Ja, das habe ich dir wiedergegeben. Okay, kann sein. Ja, doch, stimmt, ich habe es mal angefangen. Ja, ich habe es auch nur angefangen. Ich habe aber wirklich nur die erste Stunde oder so gespielt. Das hat mir ganz gut gefallen. Aber. Weil das könnte man dann nämlich mal eine Wii U schmeißen, die hat ja jetzt ganz gutes Upscaling. Ja. Dann sieht es auch halbwegs okay aus. Das würde mich nämlich nochmal interessieren. Wobei es da ja Leute gibt, also es gibt die sagen, das ist richtig gut. Aber es gibt auch viele, die sagen, das ist ein bisschen zu oldschoolig in seiner Erzählweise. Achso, ja, aber das hat ja ein ganz erfrischendes Kampfsystem dafür, ne? Echtzeit. Ja, ja. Mehr hat er doch nicht gemacht, oder? Es war Blue Dragon, Lost Odyssey, The Last Story, genau. Und jetzt Terra Battle. Die hatten, ich glaube, es war nicht Sadness. Cry On. Sadness. Cry On hatten die in Entwicklung, was wahnsinnig interessant angehört hat. Aber das wurde schon, weiß ich auch, 2009 oder so dann. 2009 eingestellt. Das sagt mir gar nichts. Cry On war das. Ja, sorry, also wir wären schon durch, aber dadurch, dass ich das ignoriert habe. Nee, nee, dann geht der Prolog halt ein bisschen länger. Ich hoffe mal, ich besiege den jetzt, sonst sterbe ich. Oh, es wurde falsch angegriffen. Dann, gut. Nee, jetzt sterbe ich wahrscheinlich. Kann man jetzt so richtig sterben? Sehen wir jetzt. We will see. Das wäre ein bisschen peinlich, aber ich halte es für möglich, dass ich das jetzt nochmal machen muss. Hatte 41. Oder wir könnten jetzt... Aber da stehen noch diese Dinger, die dich wiederbeleben eigentlich. Ja, siehst du? Sogar erklärt, weil die am Anfang gekommen sind, diese Dinger. Was habe ich gerade angegriffen? Gerade habe ich Left angegriffen, oder? Kann mich nicht erinnern. Ich passe ehrlich gesagt null auf. Ja, ich merke das. So, aber warum auch? Jawohl, guck, da haben wir schon. Ja, schon. Die erste. Die zweite ist aber auch gleich kaputt, weil ich sie ja abwechselnd angegriffen habe. Jetzt muss ich auch nicht mehr Items oder verteidigen oder so, ich werde ja eh wieder belebt. Mit der Geschwindigkeit dauert der Krieg hier ein Weilchen. Was ganz nett ist, dass die so im Hintergrund alle da rumwuseln. Ja. Also, bis auf die Framerate, die findet das überhaupt nicht nett, aber es wirkt wie ein Schlachtfeld. Oh. Ah. E. Ah. Oh. Man kennt das. Symbolik. Bäm, mach's kaputt. Jawohl. Aber dass sie sich umdrehen mit Keim. Zu spät. War ja keine richtige Explosion. Okay, das ist auch ziemlich awesome. Aber nicht ganz awesome. Die haben sehr unpraktische Helme. Alle. Ja, auch die andere Seite. Oder sind das die Augen da oben, die roten Dinger? Nee. Das sind schon normale Menschen. Thank you.
Controller geht gerade ab. Ja. Das merke ich sogar. Ja, ja, diese Lavastürme. Na, scheiße. Jetzt könnte es auch das Intro von Dark Souls sein. Diesen ganzen Asche. Kommt Nito da raus. Ja, ja, genau. First of the Dead. So. Meine Frage ist jetzt, wer hat gewonnen? Niemand. Oder alle. Oder kein. Kein ist der neue Herrscher von beiden Armeen. Die schöne Musik passt da irgendwie gerade nicht zu. Was, ist sie schön? Könnte auch traurig. Als traurig ins Das war gerade so ein bisschen beides. Also wenn ich überlege, die ist ja eher meistens traurig im Kontext. Aber ich denke, ich finde, das ist durchaus mal ein Anfang. Das stimmt wohl. Ich habe es leider nicht installiert, deswegen sind leider Zeit noch länger. Also ich schau mal eben wegen den Untertiteln. Boah, das ist so retro, ne? Ist on. O, A, I, M. On. Yes. Yes. Ja, man sieht, das ist relativ normal. Was dieses Spiel völlig revolutioniert hat, ich habe einen Sprint-Button. Das ist ein JRPG mit dem Sprint-Knopf. Ja, aber keiner guten Sprint-Animation, beziehungsweise gar keiner. Er rennt einfach nur schnell. Man kann auch langsamer laufen. Ja, das wird animiert, aber dein Sprinten ist ja keine... Ein bisschen anders, auch ein bisschen anders. Guck mal, wenn ich so normal... Ja, ist ein bisschen. Es wird nur schnell abgespult. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das anders ist. Ja, kann auch sein. Ich muss mal saven. Macht nix. Highlands of Wohl, Hypo Center. Auch wieder so. Ach, jo, ein JRPG, okay. Ja, ja, ja. Ja, die haben gesagt, okay. Mit einem Hypo Center, ey. So, ich schlag dir gleich voll ins Hypo Center. Wohl. Nee. Ach, ich kann. Also, ich finde, das ist auch heute noch ganz kritisch. Jetzt, wenn man sich die Bodentexturen anguckt, ist das natürlich schon ein bisschen kritisch, aber sonst. Was ich auf dem Cover immer denke, ja. Die Stadt sieht voll aus wie diese eine Hauptstadt aus Star Wars. Coruscant? Wie heißt der? Coruscant, genau. Wie der Jedi-Tempel bei Coruscant. Die Kampfmusik ist wirklich schön. Also ich habe das Spiel wirklich hunderte Stunden gespielt und ich wurde dieser Musik nie müde. Ja. Da war ja auch so ganz dezent ein Meister im Werk. Ja, wirklich. Ich hätte so, und bei dem Theme hier dachten sie sich, okay, wir machen es so ähnlich wie Final Fantasy. Ich lasse es beim nächsten Mal ein bisschen ausspielen. Oh, Ni no Kuni muss ich auch mal, das habe ich auch viel gespielt und dann irgendwann einfach... Ni no Kuni habe ich auch viel gespielt, aber da dachte ich mir irgendwann, das ist mir zu langweilig. Ja, und da fand ich sowohl... Mir fällt gerade ein. Ich hab alle Achievements in diesem Spiel auch. Ein Achievement ist Treasure Trove, eines der berühmt-berüchtigten Erfolge in der ganzen Xbox-Geschichte. Wo du jedes einzelne Item in dieser Spielwelt aufsammeln musst. Ja. Du hast gerade gesehen, was ich gerade mache. Ich habe hier. Oh, das müssen wir kurz angucken. Ach so, das sind diese Ringe, genau. Also man equipped halt Rings. To equip your character with rings, the attack command will bring up the target ring automatically. The target ring battle system adds assorted abilities to your normal attack with weapons. While the target ring system is activated, the target ring and time count will be displayed when you choose the attack command. When the time count starts, hold down right trigger and release it when the outer ring is directly over the target ring. Genau. If your timing is right, your attack will be completely effective. Perfect is the best result. If the time runs out or your timing was poor, your result will be bad and you will not achieve any additional effects. You can achieve additional effects with the target ring system depending on the ring you equip. You can choose your ring according to your situation. Richtig, das war ein wirklich großer Part dieses Spiels.
Aber ich habe gerade gesehen, wie ich da auf der rechten Seite sowas gerammt habe und dann kam da halt... Gerammt. Und dann kam da ein Item raus und das kannst du halt mit allem machen. Also teilweise ohne, dass du irgendeine Ahnung hast, dass das überhaupt so ist. Hier, dieser Ring macht einfach ein bisschen mehr Schaden und das Quick-Time-Event kann ich dann gleich zeigen. Und das heißt, man muss dann wirklich einzelne Bäume in der Spielwelt langlaufen und A drücken, um da dran zu rammen und dann vielleicht lässt es was fallen. Und ich habe dann tatsächlich so, hier, guck mal hier, du siehst halt nicht, dass da was ist, du musst halt wirklich dran gehen und dann steht da unten ganz klein A-Ram. Ach so. Aber es steht da, dass du... Das steht dann da, genau. Aber die Spielwelt ist halt gigantisch, also das Ding hat ja auch dann Luftschiff und du kannst überall hinreisen, es ist ja eine gigantisch große Spielwelt. Es sind noch mehrere Discs. Es sind vier Discs, genau. Oh, hier. Jetzt habe ich es gerade hingeguckt. So. Vier Discs. DVDs. Meine Güte. Zeige ich so. Ich mache jetzt quasi Attacke und dann halte ich den rechten Trigger jetzt. Und das dann los und dann perfekt. Das gibt ihm so ein bisschen einen zusätzlichen... Nee, man hat Trefferfeedback. Man hat so ein bisschen. Tun, ja. Ja klar, man hat was zu tun. Aber in den... Das ist ja mehrmals passiert in so JRPGs, dass du halt so ein... Ja, das hier ist. So ein... Zum Beispiel drücken muss, wenn der Schlag gerade connected, damit du dieses Trefferfeedback hast. Ja, und dieses Achievement, ich war irgendwann krankgeschrieben und hatte sehr viel Zeit und dann habe ich mir halt so einen Guide angeguckt und bin dann anhand dieses Guides abgeguckt, was ich alles einsammeln muss. So. Und dann bin ich nach diesem Guide gegangen, habe dann das letzte Eis mal aufgesammelt und ich habe das Achievement nicht bekommen. Okay. Und das war so. Komplette, absolute Verzweiflung, weil es sind halt tausende Items und eines dieser Items fehlt halt irgendwie. Dann bin ich halt diese Liste und denke so, okay, was kann man davon vielleicht verpasst haben? Ich habe halt irgendwie so geraten und aus purem Zufall habe ich dann tatsächlich das richtige Item nochmal nachgeguckt, weil das war halt so ein, in so einer riesigen Stadt sind so einzelne Poster an den Wänden, wovon du manche abreißen kannst. Und dahinter sind dann wieder Items. Hier, das war sowas zum Beispiel. Und dann habe ich einen so einen Post in dieser gigantischen Stadt halt übersehen gehabt. Und da war es das dann. Und dann habe ich das Achievement bekommen und war sehr glücklich. Ja, das war voll meine Achievement-Zeit. Aber du bist doch immer noch voll in deiner Achievement-Zeit. Nee, also wirklich nicht. Wenn du dir anguckst, wie, weißt du, was ich da freigeschaltet habe die letzten Monate. Also du guckst dir dann so ein Achievement-Ding an und da steht irgendwie 550 von 1000. Ja. Und du fühlst nicht irgendwie so ein... Drang. Nee, das ist einfach dadurch, dass ich so viel spiele, jetzt einfach mittlerweile spiele, nicht mehr machbar. Hat sich dadurch ein bisschen erledigt. Wenn es mal wieder so ein Spiel gibt, gesünder. Wo ich mich wirklich reinstecke, weil ich einfach super geil finde, damit würde ich dann machen. Also bei Halo bin ich natürlich dran, im Überlegen, in welcher Schwierigkeit gerade ich die Kampagne nochmal spiele, einfach weil ich daran eh Spaß habe. Ja, sowas kann ich auch verstehen, aber zum Beispiel hier so die Items suchen, das macht keinen Spaß. Das würde ich heute nicht mehr machen. Das ist ja wirklich. Das ist ja Arbeit. Das war wirklich Arbeit, ja. Aber das war halt zu der Zeit, wo du auch noch nicht 20 Spiele hattest, zwischen denen du auswählen konntest, sondern du hast das eine Spiel gehabt und dann hatte ich auch Spaß daran, da alles rauszuholen. Ich glaube, ich habe das nie so gemacht, aber gut, Achievements waren ja... Gibt's ja auch erst seit 2005 oder 6. Ja, 5 kommt, glaube ich, die Xbox raus. Ja. Ja, meine ersten Achievements waren Gun. Gun? Mein erstes 360-Spiel, ja. Gun war dein erstes 360-Spiel. Ja, war nicht so ganz spektakulär. Ganz. ja. Ich glaube gar nicht verstanden. Aber Gun war doch ein gutes Spiel, oder? Gun war ein super Spiel, war aber ein PS2-Port, ne? Ja. War das jetzt grafisch nicht so ganz opulent und ich habe halt die. Die ersten Spiele waren alle nicht so opulent. Ja, aber Gun war dann nochmal extra. Und dann habe ich auch noch die geschnittene 16er-Version, also da war ich ja 14 für den Zeitpunkt oder 15 vielleicht. Und dann habe ich einfach im Saturn gekauft. Aber ich wusste gar nicht, dass es davon eine ungeschnittene Version gab. Ja. Aber die ist halt wirklich krass geschnitten. Also die Animationen sind da komisch und es kommt. Alles Blut ist halt rausgeschnitten, weswegen du so ganz komisches Trefferfeedback nur noch hast. Das wirkt halt einfach komisch jetzt, dieses Spiel. Aber das könnten wir eigentlich auch gerne mal irgendwann angucken hier. Ich hab's, glaube ich, gar nicht mehr. Mal gucken. Aber es hat auch eine tolle Geschichte tatsächlich. Ich habe irgendwie zu der Zeit gar nicht so richtig mitgekriegt, dass die 360 gelauncht ist, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe. George. Nein, George. Ganz dieses Wort. Dieses Land heißt George. Okay. Heilet obwohl George. Ich habe da nur so GameStar gelesen und deswegen auch nur PC-News. Mm, okay. Und dann habe halt 2005 angefangen mit World of Warcraft. Und damit war das eh alles gegessen. Naja, nee, PlayStation 2 Spiele, sowas wie GTA San Andreas kam ja da auch raus. Das habe ich halt noch weiter gespielt. Und so vereinzelt andere Titel, auch auf PC. Aber mit Konsolen habe ich mich erst wieder 2008 beschäftigt.
Beim GTA. Ja, diese Helme sind halt auch so, wie sie sind. Da kann man Sachen ranhängen. Und festhalten dran. Das ist eigentlich voll der taktische Nachteil, weil du wirklich dran festhalten kannst. Naja, aber da musst du wirklich an den Kopf fassen, ich weiß nicht wie. Ach ja, da gibt es auch diese komischen Splitscreen-Dinger. Oh Gott, daher Drakengard das. Die auch die Framerate vollkommen killen, das habe ich völlig vergessen. Daher das Drakengard. Die sind nämlich hier auch so awkward, ja. What about the others? You alone? What's your name? Your unit? Second Lieutenant Kai Marganar, Commander, 17th Platoon, Armored Magic Troopers. It's a miracle you made it. Come with me. This way. Unbelievable. One survivor. Yeah. Amazing he made it out safe. Especially in that outfit. Leute, ich stehe genau hinter euch. Ich wollte gerade sagen. Aber mit dem sympathisch, Lästern, dass es ansprechen. Lästern noch ein bisschen. Weil, ne, so brückenfrei. Bauchfrei war zu krass, aber brückenfrei ging.